So. Und nochmal. So, ich würde fast sagen, für den Levelbereich, der hier so rumläuft, könnten 13er Cortex schon reichen, oder? So sicher bin ich mir da jetzt nicht so 100% und so, aber doch schon ziemlich sicher. So, wir brauchen dies und dann haben wir alles. So. Einmal reparieren. Und die Nacht abwarten. Die Nacht abwarten ist wieder ganz großartig. Wie viel Holz brauchten wir für eine Wand? Zu viel, ne? 40. Ja, gut. Das können wir denn gerade mal vergessen. Wir räumen uns mal ein bisschen auf. So, und die Steine nehmen wir noch nicht mit. Die können auch erstmal wieder hierher. Ich glaube, die Major Berries, die brauchten wir für Strike. Azul war das, glaube ich, nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher. Aber es wird schon klappen. So, wir müssen ja jetzt nicht ganz so viel mitnehmen. Wir haben jetzt auch gerade keinen Hunger. Deshalb lagere ich hier einfach mal ein bisschen. Fallen lassen. Verwerfen brauche ich alles nicht. Stopft mir nur das Inventar voll. So. Dann gehe ich hier einmal um die Ecke. So. Mach die Tür zu. So. Und dann können wir hier reinschauen. So, was brauchen wir hier als nächstes? Es geht jetzt um Brauchen, ja, nicht was wir noch gerne hätten. Hätten hätte ich hier ganz gerne noch viel, aber geht gerade um Brauchen. So. Okay, Holzbarrikade vielleicht später mal. So ein Holztürrahmen ist natürlich... Ja, auf jeden Fall. Und die Holztür auch. So, Schrägdach brauche ich jetzt noch nicht. Oh, mit 15 und dann endlich Pfeil und Bogen. Da freue ich mich auch schon drauf. So. Aber unbedingt nötig ist hier jetzt gerade nichts weiter. Ich bewahre mir die erstmal auf, wenn wir irgendwas unbedingt brauchen, damit wir es uns dann auch auf jeden Fall leisten können. Ich stotter hier schon wieder rum, habe ich das Gefühl. Den Kochtopf, den brauchen wir eigentlich noch nicht, aber den werden wir noch brauchen. Lerne ich den schon mal? Nein, den lerne ich, wenn es soweit ist. So. Nehme ich das Fleisch mit? Ich wüsste nicht, warum ich das die ganze Zeit mitnehmen sollte. Falls uns was passiert, ist das natürlich hier hinten in der Kiste doch ein bisschen besser aufgehoben. Und Platz haben wir auch noch. Und vor sich hingammeln kann das auch hier. So. Dann können wir da nochmal voll machen. Und da nochmal voll machen. Wunderprächtig. Haben wir hier jetzt gerade noch irgendwas übrig? Nee, hier ist alles schön leer. Das finde ich gut. So. Das sieht da hinten gerade so schön übersichtlich aus von hier aus. Aber eigentlich ist es das gar nicht. Der Schein trügt. Aber der Mond geht unter, bis wir da sind. Ich gehe hier ganz gut schon entspannt und schmeiße mir nebenbei noch ein paar Beeren rein. Und bis wir da sind, dann ist es auch schon wieder fast hell. So. Oh. Huch. Beim Übergreifen zur Maus ein bisschen gegengestupst. Ein ganz kleines bisschen. Natürlich nur. So. Mensch, hier ist aber schon gerade noch ganz schön dunkel, ne? Das ist ja... Naja. So. Ich weiß, ich gehe davon aus, wir haben genug, aber... Na? So besser ist. Also wenn wir jetzt nochmal so 10, 15 Narco-Berries mitnehmen, gleich auf dem Weg zurück, das wäre schon recht schön, weil wir dann ja auch nochmal wieder ein bisschen Gammelfleisch bekommen. Und dann vergammelt nicht das Gammelfleisch, sondern wir haben da noch was von.
Das würde mich freuen. Das Schwein, das steht da hinten irgendwie komisch. Das sieht komisch aus. So. Und Luwe zählt. Das ist das Schwein. Ich dachte eben, du wärst in Aufruhrkeule. Erschreck mich doch nicht so. Das verleitet mich glatt dazu, mir noch ein bisschen Gesundheit zuzuschustern. So. Ganz viel Stroh. Stroh ist auch schön, aber Holz hätte ich doch primär ganz gerne mehr, wenn ich mit der Axt drauf schlage. Marginal mehr. Jetzt werde ich hier auch noch verarscht. Das ist natürlich weniger schön, aber muss ich hinnehmen. So. Wieder mal ein Riesenlag. Ich weiß, ich wollte auch schon längst gucken, ob oder wie das in der Aufnahme aussieht. Ich hoffe zurzeit einfach noch, dass das bei euch gar nicht so schlimm ist wie bei mir. Das wäre sehr schön. Aber wenn ich die Zeit so überschlage, ich sehe ja immer so schön, wie lange ich schon aufnehme. Und wenn ich die Zeit so überschlage, dann... Ich würde die Aufnahmepause mich gerne so machen, dass ich das dann direkt mit einer Folge beende. Das finde ich immer ein bisschen schöner. Ich habe da was gesehen. Ich brauche mal ganz kurz ein bisschen Vorsprung, damit ich meinen Speer schnappen kann. So, wo bist du? Ich habe dich gesehen. Du bist auf mich zugekommen. Wo ist er? Da. Der Trottel hat an mir vorbeigespuckt. Wie hat er das denn gemacht? Level 15. Okay, mit Level 15 hätte er definitiv mehr aushalten müssen. Definitiv. Also ja, so grob überschlagen dürfte das so hinhauen, dass in etwa 10 Minuten... Ja... Ja, in etwa 9 oder 10 Minuten... dass da wieder eine Folge zu Ende wäre. Und dann werde ich mal eine Aufnahmepause machen. Und dann werde ich hier mal sämtlichem auf den Grund gehen. So. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich da überhaupt stehen geblieben war, bevor wir von Herrn Dido gestört wurden, aber ich glaube ja, so war es in meinen Gedanken. Und diesen Gedanken, den habe ich jetzt einfach mal beendet. Wenn ihr jetzt irgendwas doppelt gehört habt, dann ist das so. Bist du schon? Ja. Ich wollte gerade sagen, der sah schon so zerbröselt aus, aber er lag da noch so lange. Ja, genau. Oh nein, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Wobei, ich glaube, ich habe gar nicht vergessen, ich war einfach nur wieder tranig. Aber... Na komm schon. Sonst kriege ich mit dem Ding hier immer nur Flint und... Ne? Also seien wir jetzt mal ganz brav. Gut, das dürfte jetzt gerade erstmal reichen. Blödsinn. Schön. Dann schnapp dir das Ding mal. So. Wie sieht das hier überall aus? Sieht gerade ganz gut aus. So. Aha. Jetzt haben wir hier schon schwache Bäume. Wand. Ach so. Na. Wo haben wir hier denn? Da haben wir. Darf ich mir mal Stroh leihen? Also es kann ja sein, dass ich die, dass ich eine falsche Definition von Stroh im Kopf habe, aber irgendwie bringe ich Stroh nicht mit Bäumen in Verbindung. Also zumindest nicht mit Bäume fällen. Aber okay. Lass das einfach so stehen und gut ist. So.
So, jetzt will ich mal ganz kurz was luschern. Könnt ihr euch nicht zusammenlegen? Doch. So, kann ich jetzt schon wieder? Ich kann doch schon wieder, oder? Nee, ich kann schon wieder. So. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich zu viele Wände, aber das stimmt ja gar nicht. Denn wir müssen ja noch eine zweite Reihe ziehen. Sammle ich hier aber noch mal ein bisschen, denn ich möchte noch mal mit ein paar Narco-Berries gerne zurück. Das gleiche von letzter Nacht zählt auch jetzt noch. Und ich sehe hier immer noch nirgendwo einen Shrike rumlaufen. Das finde ich wirklich schade. Ach, wir brauchen ja auch erstmal noch einen Sattel. Also wir kriegen es natürlich nach Hause. Es kann ja folgen, das ist ja nicht das Thema, aber ich möchte es sehr gerne haben, damit ich mich raufsetzen kann. Das klingt komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Ansonsten hat das ja nur wenig Sinn, dass ich das Viech habe. Außer eben, dass es mich ein bisschen beschützt. Aber ja, da muss ich gleich erstmal gucken, mit welchem Level wir denn den Sattel herstellen konnten. Das weiß ich gerade gar nicht. Oh Gott, ich habe so viel vergessen, das ist... Das ist schon fast ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ich habe so unglaublich viel hier in dem Spiel vergessen, weil man auch einfach immer noch von anderen Spielen in so viel im Kopf hat, die man denn auch... Ach, nee, war nix. Die man denn auch aktuell denn spielt und dann... Ja. Bei mir wird dann immer sehr, sehr schnell Platz gemacht für Neues und ich vergesse dann alles Mögliche, was dann eben nicht dauernd wiederholt wird. Sieht hier ganz safe aus. Die Büsche, die jetzt hier auf dieser Linie sind und die noch auf dem Weg nach Hause sind, die nehme ich noch mit. So, ich hoffe, in der Zwischenzeit passiert uns hier nichts mehr. Aber wir scheinen ja auch nicht so richtig Glück zu haben, ne? Naja, 14. 14 ist natürlich eigentlich gar nicht so verkehrt. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ne? Wie viele wir jetzt in der Zeit bekommen haben, seit wir mit dem Holzhacken aufgehört haben. Aber Hauptsache, wir bekommen genug. Ja, ich weiß, ich bin überladen. Noch geht das. Dann esse ich wieder ein paar Beeren und dann... So, hauen wir uns die mal rein. So, siehst du, schon ist alles wieder gut. Okay, den Stein, den wollte ich jetzt natürlich nicht nehmen. Ich schmeiß gleich auch nochmal ein paar Steinchen weg. So. Tap, tap, tap. Sind wir so weit gelaufen? Das sieht so aus, als würde das Grün bis ans Haus reichen. Irgendwie viel schöner. Viel, viel schöner. Naja. Das wird auch noch schön, wenn wir damit, wenn wir uns da fortgepflanzt haben. Klingt auch schon wieder komisch. Also wenn wir uns da breit gemacht haben. Ich denke mal, das wird eigentlich eine recht schicke Basis. Hallo? Genau. Fallen lassen. Immer noch überladen? Naja gut, dann lassen wir mal alle Steine hier. Ja, jetzt ist besser. Und wir nehmen den nächsten Stein auf. Das ist so unglaublich. Und den nächsten Stein. So, die hier nehme ich jetzt nochmal mit und dann laufe ich durch. Ansonsten sind wir gleich wieder überladen und das, ja. Genau das meinte ich. Fallen lassen brauchen wir auch nicht. So.
20 Narco-Berries. Ich glaube, so viel Gammelfleisch haben wir jetzt noch gar nicht wieder, aber das lässt sich ja beschaffen, ne? Aber hier vorne ist tatsächlich wieder gewachsen. Schön, schön. Schön, 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 schön. So. Wie sieht es fleischtechnisch aus? Nur einmal, das ist ja nicht so viel. Achso, wir haben ja hier noch so, so. Also jetzt nochmal einen Augenblick warten. Aber passt schon. Ja, so lange braucht das nicht mehr. So. Gammelt mal schön vor euch hin. In der Zwischenzeit werden hier noch zwei Wände gesetzt. So. Wände. Jetzt einmal ganz kurz gucken. So. Passt. Oh. Huch. Und passt. Nimm mal das Ding aus der Hand. Das ist ja. So. Weg. So, und hier können wir ihn eigentlich auch schon mal ersetzen, bevor wir die zweite Etage bauen. Ich glaube, das stört mich sonst. So, ein Türrahmen brauchen wir noch. Haben wir dafür noch genug Holz? Ja. Und für eine Tür auch noch. Großartig. So, und die Tür. Dann haben wir das nämlich auch gleich. So. Herrlich, oder? Richtig herrlich. So, die Foundations, die beiden hier, die müssen wir nochmal ersetzen. Aber dafür haben wir jetzt nicht mehr genug Holz. Das können wir voll knicken. Eine zweite Kiste wäre aber vielleicht auch nicht ganz schlecht. Large Storage Box können wir, glaube ich, noch nicht. Die können wir, glaube ich, erst recht spät, ne? Ach genau, Sattel gucken wollte ich auch noch. Nee, können wir noch nicht. Verdammt! War er das hier? Können wir den mit Level 15 herstellen? Kann das sein? War er das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Hoffen wir mal mit Level 15. Welches Level haben wir? 13. Ja, gut. Das halten wir dann auch noch aus. So, ich werde jetzt jedenfalls... Oh, es ist zu Ende gegammelt. So. Ich werde hier auf jeden Fall jetzt einmal fix nochmal eine Aufnahmepause machen und erstmal nach der Aufnahme gucken und hoffen, dass das Gerödel nicht ganz so durchschlägt in der Aufnahme, wie ich es hier habe. Und dann werde ich erstmal schauen, was hier mit den Einstellungen los ist. Das geht ja so nicht. So. Auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt mit einem Level ab auf Level 14. Fehlt uns noch ein Level. Bis zum Trike. Bis zum Stego, habe ich, glaube ich, vorhin gesagt, ne? Bis zum Trike natürlich, meine ich. Natürlich. Und wir sehen uns dann in der nächsten Session wieder. Bis dann. Tschüss.